Hallihallo, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Korkiba. Ich bin dieser Heinz hier. So, hi. Ich drehe mich im Kreis. Yeah. Und wie ihr seht, haben wir wirklich hier die Bahnschienen verlängert, damit wir auch Bahnschienen über den Friedhof haben. Das war eine coole Idee, dachten wir. Wieso kannst du diese Sachen nicht einfach zerlegen, Schatz? Welche Sachen? Diese Kack-Scharmützler-Maske. Die habe ich da jetzt nur gerade reingelegt, weil ich die jetzt gerade schnell aus dem Inventar raus haben wollte und nicht suchen wollte. Den Rest lasst da bitte drin. Ich brauche das noch. Ja, ich habe die Scharmützler-Maske nur zerlegt. Okay, denn heute ist das Ziel, ins neue Gebiet zu fahren. Dementsprechend sitze ich schon bereit. Ja, geht sofort los. Ich muss nur noch einmal ganz schnell, das geht wirklich ganz schnell. Ich muss nur noch ganz kurz meine Sachen reparieren. Wir gucken noch mal auf die Map. Wir kommen bis hierhin. Dann müssen wir dieses Stück hochlaufen und ab da kommen wir dann rüber. Ist tatsächlich echt nicht mehr so viel. Am liebsten würde ich da echt noch Schienen mitnehmen. Das erschien mir sinnvoll. Weil dann haben wir nämlich Schienen bis rein theoretisch hinten zu dem neuen Gebiet. Wäre, glaube ich, gar nicht so unpraktisch, oder? Obwohl, so viele Schienen werden wir nicht schaffen. Ja? Tun wir etwas Sinnvolles, bevor wir aufbrechen. Ach Sinnvolles? so, ja. Nimm so einen Rückreisestein mit. Oh, okay. Ja, gibt schon Sinn. Okay, ich sitze in meinem Karren. Ich sitze vor dir. Hui, ich fahre da mal los. Du musst irgendwann links abbiegen. Das heißt, ich drücke einfach die ganze Zeit auf A und dann passt das schon. Ich werde 100 pro E wieder vorbeifahren und rückwärts fahren. Hier! Okay, ich hab's geschafft. Muss man nochmal abbiegen? Nee. So weit habe ich noch nicht Tück. gebaut. Hallo. Was ist das? Was? Achso, das war glaube ich nur ein Eisenblock auf der Straße. Ja, hier sind ganz viele Blöcke. Da wird man ja besoffen. Ja, das ist das, was ich die ganze Zeit meinte. Und das war das Quietschen, was ich meinte. Ich feier's. Aber So. Ich bin trotzdem ein bisschen froh, dass ich die Basis gemacht habe. So, jetzt müssen wir noch ein Stück hier hoch, weil da gingen mir dann die Schienen aus. Dann kommen die Ätz-Mistviecher hier auf der Seite. Ah Da ja, wollen wir aber noch nicht einbiegen, denn ich habe nämlich einen geraden Weg gebaut. Da, Mann. Okay. Ich habe vor. Wo gehst du lang? Ich habe nur ausgeleuchtet. Ich dachte nämlich, durch dieses Gebiet ist das ein bisschen angenehmer als durch die Ekelviecher. Ja, das stimmt schon. So, und hier haben wir wieder das Problem, warum wir dann später unsere Schienen hier nicht langlegen können. Ach, du bist schon Naja, wieder irgendwo verloren gegangen. grundsätzlich kann man das schon. Also die Dinger sind nämlich endliche Ressourcen. Oh, hi, Kumpel. Da war das Geräusch schon wieder. Was ist das für ein Das Geräusch? ist, ich brenne. Ey, das habe ich Und in der. hier. Das habe ich in der Basis noch gehört, wenn du hier irgendwo anders gebrannt hast. Die ist ja heftig. Das ist der Eingang. Die Wüste des Anbeginns. Naja, dann. Galaxit. Wow, du hast alles gekriegt. Entschuldigung. Das sieht so blumig aus. Wüste des Anbeginns. Weiß ich nicht, ob das so blumig sein sollte. Aber Galaxit können wir auf jeden Fall gebrauchen. Alles mitnehmen. Ist das hier so Bodenstuff? Ich Nee. weiß nicht. Ich glaube, das ist nur Textur. Aber bei dem Oh. roten hier bin ich mir nicht sicher. Scarabeus Flügelpanzer. Ja, das ist einer von den Dingern. Also es ist rot auf dem Boden, das, was wir brauchen. Das ist, Da hast du irgendwelchen Spawnboden. Ja. Deshalb, das spawn ich mal direkt weg. Oh, Oh, hallo. hallo. Wow! Der hat aber lange ausgehalten, ne? Ja, muss man wirklich sagen. Der sehr robuste Kollege. So, das nehmen wir hier mal mit.
Hier unten sind so fliegende Skarabäen, glaube ich. Ich bin ziemlich gespannt, was es hier so Freshes geben wird. Mhm, same. Ich muss gestehen, Oh, da ist noch ein Kollege. Ich bin voll irritiert, dass man hier nicht ausleuchten muss. Ja, das muss ich auch sagen. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht umso gefährlicher. Weil man da sich vielleicht schneller verläuft, wenn man seinen Fackeln nicht folgen kann. Weißt du? Ja. Vielleicht sollten wir doch welche setzen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es hier nur diese kleinen, süßen, niedlichen Larven gibt. Wüstenbusch. Okay. Kate Wüstenbusch. I'm running up that Wüst. Ja, genau so hat sie das gesungen. Oh, ein Wüstenbaum. Ich habe einen Wüstenbusch. Ja, habe ich auch schon gefunden. So, ich setze jetzt überall Fackeln. Vielleicht gar nicht mal so unsinnvoll. Wie viele Schläge brauchst du für die Wand? Zu viele. Drei. Drei? Hast du mehr Bergbauschaden als ich? Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Ich brauch 4. Tja. Da habe ich mehr Bergbauschaden als du. Hier ist irgendwas. Oh, Skarabäus. 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 Come rock me, Skarabäus. Nein, Skarabäus. Oh, Skarabäus. Hey, ihr Süßen. Die wollten wohl nicht, dass du hier den Stuff mitnimmst. Hatte ich auch das Gefühl. Oh, Dodos gibt's ja auch. Ja. Hier ist so eine Blume. Irgendwie will ich sie touchen, aber ich befürchte, dass es dann böse endet für mich. Leicht. Nee, kann ich mitnehmen. Skarabäus. Bombarda. Ist der Baum schön? Ich fand den Baum super schön. Hier ist so ein Wassertempel-Ding mittendrin. Was zur Hölle? I don't know, but it makes me Angst. Ja. Oh, Skarabäus! Das sagt mir auch eigentlich, kann das nicht richtig sein. Okay. Schön auf Fernkampf bleiben, dann sind die Skarabäen okay. Gefrorene Flamme. Okay. I don't know. Nee. Also. Hier ist so ein Tempel. Da in den gehe ich einfach noch mal nicht rein, ne? Ja, ja. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal ein bisschen Galaxie, rüsten uns auf und dann können wir Tempel erkunden. Ich habe den einfach jetzt schon mal im Prinzip markiert. Oh, ich habe eine Galaxitkiste gekriegt. Verschlossene Galaxitkiste. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel dafür. Da ist Horst. Ja. Tja, ich hab Bailey. Du hast Horst. Es irritiert mich. Streng genommen den Hund habe. Es irritiert mich so hart hier. Lala. Die Frau lässt einfach alles Galaxie. Ja, weil ich hier erstmal erkunde gerade. Das. Ich sag's wie es ist. Für mich fühlt es sich geradezu einfach an. Muss ich auch sagen. Relativ wenige Gegner. Alles hell. Irgendwie wartet man darauf, dass irgendwas passiert. Oh nein! Nein! Böde! Oh. Nein, mir geht's gut. Sicher? Ja. Waren es Explosivo Deus? Ja. Gehen eigentlich ganz gut, wenn man wegrennt und sie mit dem Stab abschießt. Ja, aber es war so eine Horde. Ja, das ist blöd. Ich hatte gerade 2, das hat funktioniert, aber so die 5er Horde von vorhin, die war halt auch wirklich scheiße. Ja, Horden sind nicht so gut von denen.
Und ja, genau das ist das gewesen, was ich meine. Von wegen, es ist hell, wenig Gegner. Und die Gegner, die da sind, sind zwar. Die machen zwar viel Damage, aber die sind nicht ultra hart, finde ich. Ja, korrekt. Ist das? Ach, das sind einfach nur Felsen, die man mitnehmen kann. Und Gott, eine Meute hinter mir! Eine Geht's dir gut? Meute! Nein, nein, nein! Das Problem ist, wenn du dich so erschreckst und so übersteuert dein Mikrofon und bei mir kommt durch Discord nichts mehr an. Das heißt, ich Meute! weiß nicht. Meute! Meute hinter mir her! Aber eine Meute von diesen Sandräuber-Goblins. Und die werfen Sandräuber schön. Goblins. Ja, die werfen toll. Die können richtig schön werfen. Das machen die richtig gut. Boah, wie viele seid ihr denn? Mindestens drei. Ja, also mindestens vier waren es tatsächlich. Und dazu noch zwei Skarabäen. Garabeus, Garabeus, Garabeus. Okay, ich nehme das zurück mit, so einfach. Da hatte ich jetzt gerade echt Schiss. Muss ich sagen, hatte ich wirklich. Ach, da, so, das ist ein Labyrinth, was du hier gefunden hast. Die sind normalerweise nicht gefährlich. Die gibt es im Steinengebiet auch. Okay. Eigentlich passiert da nichts. Und ich wäre gereizt, da reinzugehen, aber das meine ich nicht unbedingt. Nee, 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 nee. Du. Ich bin gerade hier am durch die Wüste buddeln. Galaxie sammeln. Auch. Oh, du hast so eine rote, so eine Skarabäus-Schale übersehen. Kann sein. Ich hatte andere Probleme. Ja, das ist okay. Du darfst Probleme haben. Ich erlaube es. Bombarder! Gott sei Dank machen die, also kriegen Noch die eine. Pets kein Damage, ne? Ja, Das ja, würde mir ja. so wehtun. Die hat einen ganzen Baum in die Luft gesprengt. Läuft bei dem. Hier ist Aqualand. Ich habe die Grenze zu Aqualand gefunden. Ja, okay, dann müssen wir weiter nach Süden gehen. So. Oh, hello, mein Freund. Oh, das ist aber blöd. Oh, hier ist aber super viel von einem Galaxid. Oh. Ich sollte vielleicht aufpassen. Ich sollte sowas von aufpassen. Das hat mir gerade sowas von Damage gemacht. Shit. Ja, yeah, das will. Die haben echt. Die haben Aua. kräftig viel Wumms. Okay, Freunde, aufpassen wäre an der Tagesordnung. Boah. Also, reden wir nicht über Galaxien, ne? Ich glaube, hiermit habe ich ausgesorgt. Ich habe auch schon einen ganzen Arsch voll, aber man muss halt bedenken, wir brauchen. Als allererstes ja die neuen. Rüstung, Wir brauchen Waffen. erstmal die Baudinger dafür überhaupt. Erstmal Werkbank und Amboss. Ja, Und die. stimmt ja, die Oh sind ja. teuer. Deswegen. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir dafür überhaupt genügend Oktarien haben, weil man braucht ja meistens noch den vorherigen Stoff zur Genüge. Ja, Oktarien haben wir, glaube ich, nicht so viel. Nee, nicht so viel mehr. Und falls wir Skalit brauchen sollten, haben wir noch weniger. Weil ich das alles für die Automatisierung verbraucht habe. Ja, Schatz, für die Automatisierung. Ja, aber du hast gesehen, es ist Ja, es cool. hat sich Auch gelohnt. wenn es eine Spielerei ist mit dem. Ja, aber wir brauchen das Holz halt wirklich immer mal wieder. Also dementsprechend kann ich das verstehen. Und er kann uns jetzt immer schön passiv, da wo er sonst immer nur gewachsen ist und wir uns selber daran erinnern mussten. Und uns nie daran Rufbriefe. erinnert haben. Oh, da sind sie wieder. Bitch! Ah, die kämpfen selbst gegen die Skarabäen. Ah, okay, also wie mit den madenjagenden Goblins. Ah.
klöp, 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 klöp. Ich habe jetzt 111. Wow. Ich habe ja gerade erst im Prinzip richtig angefangen, so ein bisschen was zu sammeln. Deshalb, ich bin erst bei 73. Ich habe glücklicherweise meinen Bergbauskill recht weit oben. Ich weiß nicht, ob du auch. Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Aber dadurch habe ich mir irgendwann mal freigeschalten, dass ich eine Chance habe, zwei Erze aus einer Ader zu kriegen. Oh, das meine ich, habe ich auch. Und das rentiert sich schon. Also, oh, Skarabäus. Ich muss auch echt sagen, hier wird man aber gerade am Anfang auch total vollgeschissen mit dem Skalit. Wahrscheinlich ist es so, damit man halt gut vorankommen kann und nicht so weit in dieses Gebiet rein muss. Du meinst mit Galaxid? Ja, meine ich ja. Mann. Ja, vielleicht auch einfach nur, weil man davon halt so unglaublich viel braucht. Ich weiß es halt nicht. Oh, nö, 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 nö. Oh, Meeresgrund, Meeresgrund, Meeresgrund. Ich rette mich in den Meeresgrund. Oh mein Gott, hier oben ist Lava. Schatz, hier ist Lava, Lava. Ja. Das könnte gut sein für uns. Es gibt auf jeden Fall einen Lava-Boss. Also ich kann mich da noch nicht durchbauen. Ja, dann brauchen wir erstmal Skalit. Galaxid. Jetzt sage ich auch Skalit. Ich mach da mal eine Brücke drumrum. Ja, hier beginnt alles voller Lava. Oh ja, ich kann da jetzt schon rein. Dann hast du da wahrscheinlich ein Subbiom gefunden. Oh mein Gott! Es sind Lavasteine auf mich! Oh mein Gott! Und lebst du noch? Lavaschmetterlinge und Lavasteine, die auf dich zukommen. Cool. Geh weg! Ich muss gestehen, bei der Musik hier in der Wüste bekomme ich irgendwie wieder Lust, Assassin's Creed Origins zu spielen. Kann ich verstehen. Magma-Schleim. Warum so viele? Und schön den Slime aufheben, wenn du... Nein! Ja, ja, ich habe Magma-Slime bekommen. Diese Kackschmetterlinge! Ich bin tot. Oh. Drei Schmetterlinge auf einmal. Wie hast du denn weiter in der Lava gemacht, obwohl du wusstest, dass das eine schlechte Idee ist? Weiß nicht. Fuck. Da hat die Neugier gekickt, ja? Ja. Scheiße. Das Problem ist, mein ganzes... oh mein Gott, wie weit habe ich mich da hochgearbeitet? Fuck my life. Wo bist du gerade? Recht weit unten. Scheiße. Weil mir gesagt wurde, nach oben ist, Ich hab den Karren nicht. Ich hab den Karren... Oh, du hast den Karren nach innen gelegt. Das ist aber unpraktisch. Scheiße. Oh, das sieht aber cool hier aus. Gut. Was brauchen wir für einen Karren? Eisen und Zinn. Was ist das? Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie viel ich davon brauche. Oh, fuck. Das cool. Ja, was soll ich sagen? Ist voll scheiße gelaufen, ne? Ich will da jetzt einmal hoch meine Sachen holen und dann werde ich mich zurückporten. Ich glaube, das ist die Idee. Noch einmal. Also, ja, ich habe das Lava-Gebiet gefunden und es ist sehr weit oben. Ja, gut zu wissen. Das war jetzt traurig.
Das bestätige ich hiermit. Aber ich muss wirklich sagen, die Wüste an sich ist relativ human. Also zumindest bis jetzt. Das Lavagebiet nicht mehr so. Abgrundbaum? Quick Reach! Carapius. Oh, oh, Carapius. Das war so traurig. Es tut mir auch so leid, Schatz. Ich war echt gerade noch am Überlegen, wegzuporten, aber das geht ja nicht so schnell und dann. Nee, das stimmt. Ja, war vorbei. Das ist leider ein schlechter Notausstieg, nicht so wie in Stardew. Oder sofort funktioniert. Ja, gut, passiert. Kennen wir nicht anders, aber. Ach so, hier bin ich wieder. Du bist ja wirklich weit unten. Komm mal zu mir. Das fände ich ganz schön, wenn du so ungefähr zu mir kommst. Dann kann ich dir nämlich wenigstens das Lavagebiet zeigen. Darf ich auf dem Weg dahin Galaxien mitnehmen? Oh Gott, bist du weit weg. Am besten nicht. Okay, ja, ich nehme dieses kleine Ding hier noch mit und dann komme ich. Knieg. Komm, ich mache die hier auch einen Shortcut. Boah, aber ich muss gleich nach Hause. Wenn du deine Sachen hast, würde ich sagen, wir gehen erstmal heim. Ja, das war eh mein Plan. Weil meine Spitzhacke hat jetzt auch ihr Refinery verloren. Mhm. Und jetzt brauche ich 5 Schläge und das dauert einfach ewig. Ich mach dann hier ein bisschen Galaxiet, während ich auf dich warte. Ja, das Problem ist, dass ich mich jetzt. Entweder hätte ich den großen Weg außenrum laufen können, oder ich baue mir selber einen Shortcut. Aber das ist halt durch diese Berge ein bisschen complicated. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Düpdi-düpdi-dü. Boah, 5 Schläge pro Block zu brauchen, ist halt echt. Es ist einiges, ja, das stimmt. Das ist alles nur Gold. Da ist mein Schnelleres gewöhnt. Gold wollte ich nicht. Ja, so am Rand ist es blöd, Galaxie zu sammeln. Da kann man oft nur Gold oder Zinn oder Eisen oder sowas finden. Ich finde recht viel Galaxien, muss ich wirklich sagen. Also. Ich habe jetzt 168 Galaxien. Ach nee, schon wieder Gold hier. Das will ich nicht. Da ist noch welches. Das nehmen wir mit. Wo hast du mir denn den Shortcut gebuddelt? Irgendwo. Dazwischen. Du warst sehr weit unten, Schatze. Ich hab dich auf der Map, auf der Map beobachtet. Du warst sehr weit unten und ich war sehr weit oben. Das war echt ein Problem. Ich verstehe alle. Du hast mir gesagt, nach oben geht das Sandgebiet. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du nach unten. Und Schatz, ich ging mal dann nach oben. Oh, hallo, Mr. Goblin Man. Adios, Mr. Goblin Man. Oh, das ist hübsch. Oh no! Du bombardest mal, ne? Tschüss. Ich habe hier voll die Oase gefunden. Oh mein Gott, was ist das denn für ein hübscher Stein? Hier war ich noch nicht. Oh mein Gott, ich war hier noch nicht, aber es ist wunderschön. Dieser kranke Vulkanstein in der Mitte? Ja, genau. Ich habe auch so ein Ding gefunden. Oh, ich hatte keine Ahnung, was es mir bringt. Ach, hi. Hi, hier, warte. Der da? Ja, der hat Freunde mitgebracht. Und an den kam ich gerade nicht dran, weil alles im Weg steht. Ja, ich hab's auch gemerkt. Was ist denn das? Ich habe es gemerkt.
Kann ich den abbauen? Ich hab's nicht rausgefunden. Nee, keine Ahnung. Okay, wir müssen weiter nach oben. Ich baue uns mal hier einen kleinen Galaxieweg. Ich glaube, hier müssen wir lang. Ich muss mal gerade auf die Map gucken. Nein, wir sind vollkommen falsch. Wir müssen ein Stück nach unten und dann da biegen. Hauptsache, einer von uns behält die Orientierung. Hey, hier müssen wir lang. Fuck. Darf ich dich bitten, voranzugehen? Oder wie lang? Oben. Hier oben. Ich bin gerade so damaged, dass ich eigentlich fast instant wieder tot bin. Ach, der da? Nee, tatsächlich der Typ mit seinen Messern war's. Den hast du, glaube ich, schon erledigt. Oder der Skarabäus hat ihn erledigt. Könnte beides gewesen sein. Oh, ich höre Slimes. Nee, da sind wir noch lange nicht. Ich habe doch welche gehört. Vielleicht waren es blaue. Ah ja, guck mal, da ist einer. Hallo, warum... Danke. Hallo. Gott, wie weit bist du nach oben gelaufen? Ich hab doch gesagt, ich bin weit nach oben gelaufen. Oh, lala. Holy fuck. Gut. Oh. Das sind schon wieder Tentakelmonster gewesen. Ja, und hier befindet sich dieser... ja? Vorsicht. Ach, der traut sich da auch rein. Okay. Ja, und du wirst gleich sehen, ich war gar nicht so weit. Denn hier, genau da, da befindet sich gleich alles. Boah, hält der viel aus. Ja. Nee, hier sind 20.000 drin. Kommt bitte mit mir hier rein. Okay. Siehst du die ganzen Slime schon? Die halten auch sehr viel aus. Was? Warte mal. Geht das? Okay, ja, ich sehe es. Hier, die... Das ist natürlich praktisch. Man kann den Boden einfach zubauen. Ich habe nur keinen Platz mehr für den Slime. Den musst du bitte mitnehmen. Ja. Ja, genau. Und das ist mir auch passiert. Genau das. Nein! Renn raus, Schatz! Warte! Ich brenne! Ich bin tot. Oh... Aber jetzt sind beide Steine zusammen. Hooray. Wieso hast du nicht gewartet, bis ich die geklärt habe? Weil es zu viele sind da drin, Schatz. Weil es zu viele sind. Es ist geklärt. Yay. Jetzt muss ich da trotzdem wieder hoch. Um meinen ganzen Scheiß zu holen. Das hasse ich halt wirklich. Wenn du noch keinen Porten hast. Einstein. Weg damit. Oh. Hier, Horst. Aber wir haben das Lavagebiet gefunden. Ja, das stimmt. Das haben wir gefunden. Verkohlter Grottlingschädel. So. Aber cool, so ein Subbiom zu finden. Hat was. Mit Zackenkopf, auch wertvoll. Okay. Da kann man oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Ach, das ist der Slimeboden. Ich verstehe. Jetzt musst du mich mal ein bisschen aufklären. Ja. Der Skarabäus. Nein, der... der Bossgegner, der nächste. Mhm. Ist der jetzt in diesem Sandbiom oder in dem Lava? Also unser nächster Hauptgegner müsste im Sandbiom sein. Dafür brauchen wir ja auch diese roten Skarabäus-Dinger, die du übersehen hast. Hey! Aber im Lava-Biom müsste es einen optionalen Boss geben. Okay. Oh, aber mehr weiß ich auch nicht. Aber da muss ich sagen,
Lava ist ja ist schon heavy. Du jetzt die Backen da. So, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen irritiert, muss ich gestehen. Also es gibt das obligatorische Lava-Biom, aber es gibt nicht das obligatorische. Eisbiom. Ja, genau. Oder wir haben es einfach noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es ja einen Eisbiom. Also so Muss im ich hier lang? Ich Strandbiom muss. noch drin. Also, wir sind ja jetzt wieder im Strandbiom, also. Also, wenn wir hier lang würden. Minenarbeiterhose. Aha, Was okay. man nicht so findet, ne? Oh, Schmetterling. Schmeiderling. Der Schmeiderling. Hey, ich finde die wirklich fucking gefährlich, aber Muss ich auch sagen, vor allen wem Dingen, sage ich das? weil die so klein sind. Und du übersiehst die so schnell. Autschen. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass der Boss hier vielleicht ein Sandwurm sein wird. Ja, das würde ich auch sagen. Ein Sandwurm oder halt ein riesiger Skarabäus, aber das wäre zu einfach. Ja, also ich gehe mit. Aber wobei noch ein Wurm, weißt du, was ich meine? Na. Weil wir hatten ja jetzt schon Günther den Wurm. Und dann gibt es ja noch den Wasserwurm. Hey, mein Inventar ist wieder voll. Hey! Du hast hier schon Warte über mal, Fackeln gelegt. ja, ich habe so ein bisschen versucht aufzuräumen, soweit wie ich gekommen bin. Großartig weit war es nicht, aber. Aber einfach hier schon mal gewesen sein. Yep. Ja. Hier oben gibt es Glitzersteinchen. Aber da kommen wir ja noch nicht durch. Hast du irgendwas, was du mir unterjubeln kannst? Was meinst du? Von wegen volles Inventar oder Nö, hast ich du dich hab schon noch. drum gekümmert? Ich hab noch. Du hast dich schon drum gekümmert, okay. Ja gut. Denkst du, gegen wen ich fighte? Warum rennst du einfach rein? Ich habe nur gesehen, dass du abgebaut hast. Ich habe nicht gedacht, dass du hier fightest. Ich hab gebaut, ich hab gekämpft. Oh. Das sah so abbauerig aus. Upsi. Flammenring? Flammenring? Where is Das it? hier sieht aus nach Eisgebiet, finde ich, hier unter uns gerade. Aber das ist Ja, nur das das ist. Meer. Ja, das Leuchti-Meer. Ich muss echt sagen, das ist schon hübsch. Ich mag das auch. Ich mag Core Keeper total gerne, die komplette Optik des Spiels. Ja, hier war ich auch Tatsächlich. noch gar nicht. Ja? Stop in the name of love. Okay. Aber das Kreuz muss ich mitnehmen. Und das hier. Und das. Ja, von mir aus. Und das da. Und da ist auch so ein Kreuz. Kreuz habe ich gelernt, soll man mitnehmen. Da muss man buddeln. Damit man die Schätze findet. Wir haben ja Hast du beide so noch. ein Nachhause-Port-Ding. Ja, das würde ich auch gleich nehmen. Das war auch mein Plan. Und dann hast du angefangen zu buddeln. Ja. Also, Jetzt was muss ich wird. noch die beiden. Was habe ich hier gefunden? Blauglasscherbe, ach so, nur wertvoll. Hier diese Lavaflüsse überall, ne? Das sieht so cool aus. Also, ich muss wirklich sagen, ich finde das super cool. Oh, da sind wieder meine Freunde. Hallo, Nein! Freunde. Nein, nein! Baby? Meine Wüstenfreunde. Ach so. Die Messerwerfer. So, ich port mich heim. Ich muss die gerade noch besiegen. Hier ist nämlich noch ganz viel Galaxiezeug. Ich port mich heim. Das Ich bin zu Hause. muss ich gerade noch abbauen. Und dann komme ich zu dir und werde dir zeigen, wie viel ich habe. Du hast eh 2000 mehr als ich, aber das will ich trotzdem noch mitnehmen hier, weil hier gerade noch so viel ist. Und wir brauchen ja ein bisschen was, ne? Und mein Hund wuffelt im Oh. Träumen. Ich höre Oh. es sogar. Oh Gott. Oh, ich muss gleich zum Baby.
Oh Gott, oh Gott. Okay. Jetzt. Jetzt aber. Babywurfel. Immer dieses kleine Fietsch, 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 Fietsch. Ja, das ist so. Ja. 169 habe ich. Ich hatte 187. Aber das ist doch ein guter. Also, muss ich sagen, ist echt. Oh, ich kann das ja gar nicht reinpacken. Kronenbeschwörungsstein. Ganz rechts, Schatz, ganz rechts. Ein Kristallabbild aus einer anderen Welt wird beim Platzieren auf einer Großsteinbeschwörungsrune. Oh, das machen wir noch. Das will ich in der heutigen Folge noch machen. Aber wir haben schon 35 Minuten. Mir egal. Pack das Galaxietier hier rein und dann geht es ab. Hier rein? Ja. Okay. Komm mit. Du meinst, ich soll nichts. Ja, komm mit. Aber ich habe volles Inventar. Ah ja, dann leerst du. Okay, erst so, aus, dann das reicht schon, das reicht schon. Gut. Vor allem ist es ja eh hier direkt um die Ecke. Was geht denn hier jetzt ab? Hier! Komm! Pack drauf! Da soll ich draufpacken, meinst du? Sicher? Ja, aber. And let's go! Oh! Schleimkönig? Zum Teufel! Ah! Wenn du merkst, dass dein Mann alles. Hey, ich bin schon wieder runter. Oh. Der wird ein bisschen sauer. Rage Mode. Oh, la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 . Oh. Und down. Und seine Freunde nicht. Ja, den machen wir ja jetzt. Oh, okay. Meins. Wir haben einen Königsschleim besiegt. Ja, haben wir. Den blauen Königsschleim. Gibt's den in allen Farben? Weiß ich nicht, ich kenne nur den blauen. Okay, das war jetzt irgendwie lustig. Und verwirrend. Deswegen, schön, dass du das noch vorgelesen hast. Das fand ich cool. Blauglasscherbe. Ja, dann habe ich ja noch die gefrorene Flamme im. Bitte? Ich habe ein glitschiges Königsei. Schatz. Nach Hause. Ach, hier ist ja unser Zuhause. Ja, das lohnt sich nicht. Eigentlich nicht. Komm, pack das Ei rein. Los, los, los. Hier ist die Tür. Das Problem ist, dass ich den Strom da weggenommen habe. Warte. So, komm raus. Pack das Ei. Ich will das sehen. Ja, das mache ich ja. Warte. Okay. So. Das sieht schon sehr stylisch aus. Das sieht schon nice aus. Muss ich sagen. Du Schatzi, was hast du eigentlich mit diesen ganzen Feldern hier vor? Na, ich habe erstmal nur irgendwas angepflanzt. Weil. Ja, die müssen halt auch mal geerntet werden, ne? Ich bin doch gerade erst reif geworden. So, ja, aber jetzt ist Aufnahmepause. Ich muss erst ernten. Oh. Keine Zeit zum Felder ernten. Oh, das Problem ist, ich kann das nicht mehr einsammeln. Oh. Upsi. Oh, Schatzi. Upsi. Oh, das gibt schon. So, dann kommt das hier noch in meine Tasche. Und dann packe ich das doch hier rein. So, und jetzt aber wirklich. Das war's für dieses Mal. Bis dann, liebe Freunde. Tschüssi! Tschüss!